Und da sind wir auch schon wieder bei GTA 5, hier mit unserem Gärtner, der die ganze Zeit nur telefoniert. Wofür bezahle ich den überhaupt? Der telefoniert die ganze Zeit und macht mit unserer Frau rum. Hallo, Entschuldigung. Na gut, auf jeden Fall gibt es heute mal wieder eine Vorstellungsfolge von einem Ferrari. Hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr, aber ein besonderer Ferrari, das ist wirklich ein sehr schöner Ferrari, vor allem hoch aufgelöst, und der Modder hat geschrieben, er hat wirklich eine ganze Woche daran gesessen, an diesem Modell, und das ist schon richtig viel Zeit. Also das muss man sich auch einfach mal vor Augen führen. Und zwar zeige ich euch heute den Ferrari FXXK von Flavio Manzoni. Das ist ja der Chefentwickler, der Chefarchitekt bei Ferrari, der halt immer die ganzen Ferraris, zum Beispiel den LaFerrari, entwirft und entworfen hat. Und zwar die 2015er Version. Allerdings, ihr wisst, ich habe keine Ahnung von Autos. Und ich habe, um ehrlich zu sein, auch nicht wirklich viel darüber gefunden. Also wenn ihr da viel Ahnung habt, gerne mal in die Kommentare, wie viel PS von 0 auf 100, von 0 auf 200 und so weiter und so fort. Ich zeige euch das Auto einfach jetzt mal, wie es hier in GTA drin ist. Und dann kann ich nämlich auch keinen Mist erzählen. Und da ist er schon. Sieht wirklich richtig gut aus. Vor allem auch die ganzen Details innen. Es ist einfach unglaublich. Und ich dachte mir, ich nehme Ferrari Rot heute mal wieder. Ach Gott, ey. Alleine die Räder. Alleine... Oh Gott. Das sieht so geil aus. Boah, das sieht so unglaublich detailliert auch aus. So hoch aufgelöst. Boah. Vor allem auch hier der Spoiler. Hinten die Lampen. Aber ich traue mich gar nicht da reinzugehen. Ich traue mich gar nicht einzusteigen. Aber das machen wir jetzt auf jeden Fall mal. So, jetzt mal wieder hinstellen. Dann gehen wir mal da rein. Aha, aha, okay. Boah, schnurrt wie ein Kätzchen, oder? Boah, alter Schwede. Das Armaturenbrett alleine. Das sieht alles so geil aus. Wir gucken uns das mal ein bisschen um. Sportsitze natürlich dürfen auch nicht fehlen. Ich will gar nicht wissen, was das Auto kostet. Wenn das einer weiß, auch gerne in die Kommentare schreiben. Hier der Rückspiegel, Seitenspiegel relativ hoch. Fällt mir gerade so auf. Und ich werde an dieser Stelle wahrscheinlich wieder ein paar Bilder einblenden. Zum Beispiel hier rechts. Dann vom Armaturenbrett, wie das in Wirklichkeit aussieht. Wenn es da Bilder gibt, ich habe da eben halt noch nicht so viel zu gefunden. Und ich muss mal die Singleplayer-Garage wieder updaten. So, jetzt habe ich das Licht mal angemacht. Jetzt steigen wir nochmal aus. Gucken wir uns das mal an. Boah, das sieht richtig nice aus, oder? Das sieht richtig nice aus. Wir können natürlich auch, der Motor ist natürlich hinten verbaut. Wir können auch hinten mal die Motorhaube dann... Was war das gerade? Die Motorhaube aufmachen. Steigen wir nochmal ein. Und gehen mal in die dritte Person. So, das war, glaube ich, war das K? Nein, das... Ist ja auch egal. Genau. Können wir das nämlich so machen. Dann lassen wir den Motor mal aus. So, die Tür lassen wir auch mal offen. Ego-Sicht. Und wir gucken uns, Moment, den Motor an. Boah, es sieht richtig gut aus. Ich muss mal leider draufsteigen, damit man sich das wirklich hier aus nächster Nähe angucken kann. Ich bräuchte eigentlich meine Sniper. Das könnte man eigentlich mal machen, dass man sich das alles... Wobei, ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben, oder? Dass man dann mit dem Fernglas hier drauf guckt. Aber auch von außen hier so reinzugucken. Alter Schwede, ich bin da wirklich gerade so ein bisschen... Bisschen sprachlos. Also, ich finde Autos wirklich cool. Auch wenn ich wie immer sage, ich habe keine Ahnung davon. Aber es ist wirklich... Das ist wirklich ein wunderschönes Auto. Ich finde einfach die Form und so. Auch hier hinten halt mit dem Spoiler. Kann man das Spoiler nennen? Ja, wahrscheinlich so ein Halbspoiler oder so. Aber das sieht total genial aus. Und auch, wie sich das Licht hier oder wie sich halt hier alles spiegelt im Lack. Das sieht so super aus. So, ich würde sagen, Moment, ich mach mal das, ich cleare mal das Interface noch ein bisschen. Das stört, glaube ich. So. So, das sieht doch deutlich besser aus, oder? Dann steigen wir jetzt mal ein. Wobei, wir müssen da auf jeden Fall hinten den Motorraum, den Motor, die Motorhaube wieder zumachen. Boah, wieder Gas gibt. Eieieiei. Ah, leider geht das vorne nicht, dass wir da auch vorne die Klappe aufmachen können. Moment.
So. Ich drücke irgendwie immer den falschen Knopf. So. Dann fahren wir jetzt hier mal raus. Ein bisschen, ich habe wirklich gerade Angst. Boah, man sieht ja nicht so viel. Wir sitzen sehr tief hier gerade drin. Cool wäre, wenn man die Scheibenwischer auch irgendwie noch benutzen könnte oder steuern könnte. Okay, ich greife mal kurz zum Controller rüber. Okay, oh, was kommt denn da gerade an? Und gebe mal ein bisschen Gas. Also, ich habe nicht nur das Aussehen verändert, sondern auch das Handling und diverse andere Sachen, wobei der Sound noch derselbe ist. Aber ja, Handling und so hat sich hier so ein bisschen verändert. Hallo. Ach Leute, dann werde ich noch eine Sache ausprobieren. Boah, das muss ich mir jedes Mal wieder suchen. Jetzt stehen wir hier mitten auf der Kreuzung. Und zwar, warum suche ich das jedes Mal wieder? Jedes Mal. Das war nicht hier. Dann war das doch hier. War das doch hier? Ach, ich wollte mir doch nur die Geschwindigkeitsanzeige wieder. Warum suche ich das jedes Mal? Das kann doch auch nicht so sein. Hier war es auch nicht. Nein, da ist es nicht. Das ist nicht. Ach, da ist es doch. Oh Leute, warum? Jedes Mal suche ich das wieder. Denn wir wollen ja auch wissen, wie schnell wir fahren. Boah, wie geil das aussieht, oder? So, wie schnell fahren wir? Oder wie schnell können wir fahren? Wir fahren mal auf die Autobahn. Achso, hier. Uah. Spoiler. Der despawnt einfach die Sau. So, jetzt aber. Ja, wir könnten den natürlich auch noch ein bisschen tunen. Aber ich glaube, das reicht eigentlich so, oder? So, die 200 sollten wir eigentlich locker knacken. Boah. Hätte ich auch so ein bisschen Schiss, wenn ja auf einmal so ein Ferrari von hinten ankommt. In 200 Stundenkilometern. Egal, egal, nichts passiert. Von 0 auf 100 auf jeden Fall in sehr kurzer Zeit. Kann man so sagen. Nein! Boah, drüber gefallen. Warum despawnen die denn auf einmal alle? Was ist hier los? Hä? Der auch gerade. Was ist hier los? Krass. Naja, egal. Ist das halt so. So, jetzt können wir aber mal Gas geben. Ich glaube sowieso, das Auto ist hier gerade irgendwie unsterblich. Ich glaube, ich habe das irgendwie eingestellt, dass hier nichts kaputt geht. Der Modder hatte ja auch wohl das Schadensmodell komplett geändert. Oder überarbeitet. Warum verschwinden die Autos teilweise? Nein! Oh Leute, warum fahren denn die Autos wieder auf der Straße? Das regt mich jedes Mal wieder auf. Mann! So, jetzt aber mal Gas geben. Gas geben! Hier kann man irgendwie nicht wirklich schnell werden. Hier muss man dauernd lenken. Die Frage ist natürlich jetzt, das machen wir jetzt einfach mal, oder? Komm, wir fahren mal hier an den Straßenrand. So, aha. Wo sind wir denn jetzt hier gerade? So, Das ist eigentlich blöd. Das ist ein bisschen blöd. Wir könnten. Ist hier nichts in der Nähe? Das ist ja doof. Ich will ja doch mal kurz tunen und mal gucken, ob der, wie schnell der wirklich fahren kann dann. Aber ich glaube, wir teleportieren uns dann einfach. Ich glaube, das geht ein bisschen schneller. Boah, mit Auto geht das? Ah, nee, ne? Wir sind jetzt nicht auf dem Dach. Ach Mist, jetzt hat er uns aufs Dach gespawnt. Scheiße. Okay, dann. Dann machen wir das so. Besser? Ich muss mal kurz gucken. Moment. So.
Wie doch? Es ist ein bisschen seltsam heute, auf jeden Fall. Na gut. Wo ist jetzt der Nächste? Der ist doch... Warum spawnt der uns denn dahin? Na ja, gut. Dann fahren wir halt jetzt... Ich wollte gerade sagen, zu Fuß. So, jetzt aber. Dann sollten wir auch vielleicht irgendwann noch abbiegen. Das wäre wunderbar. Warum hupe ich immer? Ich hupe immer. Ich drücke immer viel zu fester auf den Controller drauf. Boah, Leute. Warum fahren die denn alle so schrecklich heute? So, hi. Boah, das hört sich auch geil an hier im Tunnel, oder? So, jetzt aber, jetzt fahren wir hier nochmal rein. Hi. Nichts, es funktioniert alles super, aber ich würde gerne ein bisschen tunen. So, und zwar, das repariert, pass auf, dann speichern wir uns den gleich bei Michael einfach ab. Gut, da würde ich jetzt nichts mehr ändern. Hupe, Scheinwerfer könnte man verändern, beziehungsweise, ja, achso, es sind schon, okay, nochmal ein Schild, ja, das funktioniert auch nicht. Spoiler, wie sieht das aus? Ja, der ist dann auch wieder ganz woanders. Federung können wir aber machen. Und Getriebe, da ist er noch ein bisschen tiefer. Nee, das interessiert ihn gar nicht. Ich glaube, das ist auch gar nicht so interessant oder gar nicht so, ich glaube, das macht sogar gar nichts, wenn wir den tiefer legen. Wenn er das, der Modder so festgelegt hat, wie der denn halt zu sitzen hat. Komm, wir fahren nochmal ganz kurz. Ich glaube, ich überlege gerade, ob ich dann die Scheiben noch ein bisschen dunkler mache, wenn das geht. Könnte man auf jeden Fall machen. Ja, auf jeden Fall. So. Boah, Leute, das ist aber teuer. Da wird hier arm drüber. Doch, das ist drin. Reifen lassen wir. Fenster, genau. Ah, das ist Tatsache schon komplett dunkel. Dunkler geht's? Das geht gar nicht mehr dunkler. Okay, na gut, dann haben wir wirklich alles. So, dann fahren wir mal zurück. Ist jetzt schneller? Kommt mir irgendwie noch schneller vor als eben. Aber Turbo und so war ja sowieso schon drin. Hi. Boah, da muss man sich echt auch dran gewöhnen. Weil er auch wieder ganz, ganz anders zieht, sag ich ja immer so. Also, der beschleunigt ganz anders als die anderen Autos sonst so. Boah, Leute. Da muss man sich echt dran gewöhnen. Guck mal, jetzt schon 100 hier, innerhalb von 2-3 Sekunden. Also sogar hier oben. Wenn er hier hochfährt. Selbst da beschleunigt er ziemlich krass. Na gut, kostet wahrscheinlich auch 2-3 Millionchen. Weiß es ja nicht. Nein! Och Mann, Leute! So, ich speichere den mal hier. Für weitere Missionen kann man den dann auf jeden Fall... Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Nee, für weitere Machenschaften hier in GTA 5 kann man den dann auf jeden Fall... Wobei, kann man den auf jeden Fall dann auch nutzen. Nein, ich mache immer... So ist auf jeden Fall besser. So, dann machen wir jetzt hier auch noch zu. Okay, dann würde ich sagen, das war auf jeden Fall der Ferrari FXXK... von Flavio Manzoni. Und es ist ein wirklich schönes Auto. Ein wirklich sehr schönes Auto, muss ich sagen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie Wissen habt, dann gerne in die Kommentare schreiben. Mir fehlt das wirklich hier bei dem Auto einfach. Aber ich finde es einfach so, als Nicht-Auto-Kenner ein sehr, sehr schönes Auto. Auch ein bisschen außergewöhnlich vom Design. Gerade hier hinten halt mit dem Spoiler, der halt nicht ganz durchgezogen ist. Oder hier sich halt nur so an den Seiten befindet und dann halt hier wie so Flossen. Das sieht super geil aus, mir gefallen die Reifen sehr gut, die Bremsen und dann natürlich in Ferrari rot das Ganze. Auch, ja, die Inneneinrichtung oder, ja, das Cockpit, sage ich jetzt mal, das heißt ja bei den Supercars so. Sieht wirklich sehr gut aus, sehr originalgetreu und halt sehr hochaufgelöst, sehr detailliert. Und ja, eine Woche Arbeit steckt da drin. Vielen, vielen, vielen Dank an die jeweiligen Modder.
auch wenn er das Video wahrscheinlich nie sehen wird. Auf jeden Fall cool gemacht und vielen Dank. Auch vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Was ist da hinten los? Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge von GTA 5 wieder. Bis dahin, ciao.